Telefonieren im Gefängnis. Häftlinge dürfen nicht abgezockt werden. Stand 28.11.2017, 11.34 Uhr Seitenanfang. Häftlinge in Justizvollzugsanstalten müssen zu marktgerechten Preisen telefonieren können. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Überhöhte Gebühren missachteten den Anspruch der Gefangenen auf Resozialisierung. Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion. Justizvollzugsanstalten müssen es Häftlingen ermöglichen, zu angemessenen, marktgerechten Preisen telefonieren zu können. Das urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Geklagt hatte ein Strafgefangener, der in Schleswig-Holstein inhaftiert war. In der Justizvollzugsanstalt gibt es ein Telefonsystem, das für die Häftlinge eingerichtet wurde und von einem privaten Telefonanbieter betrieben wird. Das Land hatte mit diesem einen langfristigen Vertrag geschlossen. 2015 führte der Anbieter einen Tarifwechsel durch. Folge: deutlich höhere Gebühren für die Häftlinge. Doppelt so hohe Telefongebühren. Der Kläger kritisierte, dass er deshalb Telefonkosten von etwa 80 Euro im Monat hatte. Andere Anbieter seien um bis zu 50% günstiger. Das Bundesverfassungsgericht gab seiner Klage statt. Telefongebühren in Gefängnissen dürften nicht deutlich höher sein als die Gebühren außerhalb der Vollzugsanstalten. Denn überhöhte Gebühren würden gegen das Grundrecht der Häftlinge auf Resozialisierung verstoßen. Dass das Justizministerium mit dem Telefonanbieter einen Vertrag über 15 Jahre abgeschlossen hat, hindere die Gefängnisleitung nicht daran, dem Kläger marktgerechte Preise anzubieten, heißt es in der Entscheidung. Mehr zu diesem Thema: Weltatlas, Deutschland, Ihre Meinung, meta.tagesschau.de. Bisher keine Kommentare zur Meldung. Alle Kommentare anzeigen oder einen eigenen Kommentar hinzufügen. Schlagwörter der Meldung: BAföG.